Oh, sexy lady, hallo. Hallo? Hallo, die Dame. Hallo. Ja, hallo. Oh, guten Tag. Guten Tag. Wie heißt dein Name? Ich bin Rosa. Rosalia. Wow. Und ihr Name? Mein Name ist Duanga Kalenga Fofona Onana Osas. Wie bitte? Duanga Kalenga Fofona Onana Osas. Haben Sie einen Spitznamen? Sixpack. Sixpack? Also ich habe einen Sixpack, aber mein Name ist Osas, kannst du sagen. Osas? Ja, mein Markenzeichen, ich habe eine große Stange. Guck. Oh Gott. Ja. Ach so, ja. Wie also? Warum? Alles gut, alles gut. Und nein, Digga, das darf ich nie wieder machen. Hier? Das darf ich nie wieder machen. Das darf ich nie wieder machen. Ich weiß gar nicht, ich wollte die Uji besuchen gehen. Ich habe gehört, Olaf Schaff ist nicht mehr die Uji von die Uji. Wer? Olaf Schaff. Ist kein Uji? Von die Uji. Ich habe keine Ahnung. Sind die Uji da? Also ich, nee, die sind gerade bei einer Beerdigung. Oh, wer ist tot? Boah, wie hieß der nochmal? Also uninteressant. Kollege, hast du eine Waffe? Ich habe eine Waffe, ja. Nur ich meine, boom, wo Kohle rauskommt, in Kopf fresse tot. Ah. Also sie meinen eine Pistole? Ja. Tatsächlich nicht. Komm, wir suchen die OGs, komm mit mir. Ich? Okay. Ja, was? Willst du die Tor bewachen? Nein, ich... Okay, aber warten Sie mal. Haben Sie eine Waffe bei sich? Ja, klar. Okay. Okay, wartet. Ich habe eine Frage. Bitte. Du hast eine ähnliche Stimme wie eine. Ich habe mal gesehen eine. Mhm. Und er hört sich genauso an wie dir. Ja, echt? Oh mein Gott. Wow. Mir ist mein alles Gott. In meine Hose gegangen. Was hat die gemacht, Kaka? Ist das... Oh mein... Also ich habe gehört, das ist ein süßes Mädel. Okay. Ich glaube, er sieht aus wie Scheiße. Warte mal ganz kurz. Warte ja. Mal. Nein! Oh, ich meine, das sieht gar nichts aus wie Scheiße. Bitte nicht, sieht aus wie Pipi. Komm. Ey. Ja. Warte mal, wie hieß du nochmal? Duanga Kalenga Fofona Onana Osas. Oh Gott. Ganz dein einfach. Dein Spitzname. Osas. Osas, okay, Osas. Aber. Okay. Warte, wo ist die Beerdigung? In Friedhof? Ich kann nie mal anrufen, wenn du möchtest. Aber sag nicht Duanga Kalenga Fofona Onana Osas ist da, weil ich wohl Überraschung macht. Das kann ich sowieso nicht sagen. Okay. Warte, Duagan, dann da. Ich ruf die mal genau an. So hat meine Mutter mich genannt. Einmal, ich bin gelaufen über Straße und bis sie meinen Namen gerufen hat, ich wurde überfahren. Das ist nicht so gut. Ist nicht schlimm. Vielleicht bist du deswegen so ein bisschen wie denn? Crazy im Kopf. Ich bin crazy, was ist crazy? Also verrückt, loco-mäßig. Loco, ich kenn Loco. Loco ist von Mr. Bitcoin, der Sohn. Ach so, ja, stimmt. Ja. Der Sohn? Ja, also. Ich habe immer Loco geschlagen und er hat immer gesagt, hör auf damit, du Arschloch! Und so weiter. Er schreit immer so viel wie ein Arschloch. Wir sind hier bei Friedhof. Ja, ich habe ihm geschrieben, wo die sind jetzt gerade. Wie? Du hast ihm geschrieben, wo die sind? Ja, dann weißt du doch, wo die sind. Dann sag mir, wo. Ich habe ihm geschrieben, wo seid ihr, nicht wo die sind. Du hast gerade gesagt, ich habe ihm geschrieben, wo ihr seid, wo die sind. Ey, guck mal, ich kann nicht so gut Deutsch, deswegen nimm nicht alles wortwörtlich, okay? Wortwörtlich? Was ist das? Das heißt das Wort wörtlich. Okay. Warte, naja, ich kann auch nicht so gut. Du hast gar länger von vorne und einer aus, das ist ganz einfach, Kollege. Kannst du das buchstabieren? Natürlich. D? D, Oanga. Was ist ein Oanga für ein Buchstabe? Das ist ein Oanga. Das ist ein Buchstabe. Oanga sucht dich, schreibe ich einfach. Nein, cool, ich habe Angst jetzt. Nein, ich habe niemals Angst. Ich mache alle kaputt mit meinen Stange. Also, wo fahrt ich jetzt hin? Au, fast. Der schreibt mir jetzt gleich den Ort, wo die sind. Okay. Ey, die Tor ist offen. Die Tor, okay. Ey, ich sag auch immer die Tor, Kollege. Ich hab auch sowas wie du. Was hast du denn? Ja, ich kann nicht so gut sprechen. Ja, aber du hast einen Akzent. Ich hab einen Sprachfehler. Was heißt Akzent? Akzent heißt so ein
Akzent halt, ne? Also, dass du Wörter auf eine bestimmte Weise aussprichst. Wow, so schön hast du das erklärt gemacht. Hä, wo sind die Leute? Ich glaube, die haben dich gerocht und haben gesagt, tschüss. Hau dich gleich. Digga, es ist der Kollege, seitdem du im Auto bist, stinkt ein bisschen nach Kaka. Ich weiß nicht, ob du bist. Oder vielleicht bist du in Kaka getreten. Nein, warte mal. Ich ruf den jetzt an. Okay. Pablo, danke schön. Wir fahren mit dieser warte Dame, mal. Kollege, hallo, in die Straße. Leise. Ja, hallo, ja, ja. Oh, bitte. Sag mal ein bisschen leise. Kann ich singen? Enzo, wo seid ihr? Enzo, sag uns, wo du bist, Arschluck. Hallo, wo seid ihr? Mach Lautsprecher, ich ficke mich gleich. Ja, der Duolingo, Duolino oder so, richtig. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist so ein, ja, jemand, der euch gesucht hat, auf jeden Fall. Ich bin ein Freund von die Uji. Er ist der Freund von OG, sagt er. Ey! Alle, sagt doch einfach, wo ihr seid. Wart ihr nicht bei der Beerdigung? Wie meinst du Beerdigung? Warum? Okay. Ja, tschüss. Duolingo, ja? Die sind jetzt woanders unterwegs. Ja, wo? Das sagt er nicht. Ich schlag ihn in die Fresse. Ah! Pass doch mal bitte auf. Guck mal, mein Kopf hängt schon hier auf dem Boden. Aber wie soll ich das sehen? Ich habe gar nichts gesehen. Die ist einfach von oben geflugt. Ah, buff, auf mein Reifen. Sei froh, dass wir leben noch. Ja, mir geht's eigentlich gerade nicht so gut, sehe ich. Ist mir scheißegal. Mir ist nur wichtig, dass es bei mir gut ist. Gleich geht's dir nicht gut, wenn du weiter so fährst. Hast du was gegessen? Jetzt gerade nicht, nein. Boah, ich schon, war so lecker. Fufu. Was hast du? Fufu? Ja, ich ist immer Fufu. Bitte öfters Stange mit Stange. Hast ich du auf deine Hände gewaschen danach? Nein, ich schmiere immer meinen Hose ab und dann sagt meine Mama einmal, du hast kein lecker Fufu, nein, aus das. Hör auf damit, Kollege, sonst ich schlag dir mit meinem Stock auf Finger. Warte mal, ist das dein Vorname und was dann dein Nachname? Usas ist Nachname. Dein Vorname ist 10 Kilometer lang, aber dein Nachname ist so kurz. Duanga Kalinga Fofuna Onana. Und Usas ist Nachname. Also, das ist die Name von hinten. Meine Mutter heißt auch Akwele Sunana Ntombwe Usas. Ganz einfach. Oh. Oh nein, das ist ein Hundi. Hallo. Hallo? Oh. Hallo? Moin Moin. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Kann ich helfen? Ich habe eine Frage von dich. Ja. Ich habe eine Dame hier in meinem Auto, rechte Seite, neben mir, siehst du sie? Ja. Und du, ja, komm ein bisschen näher. So, komm ein bisschen näher. Die Dame? Und du hast keine Dame. Oh mein Gott, warum bist du so gemein? Warum nicht? Also, hier, diese Wuffelpack ist so scheiße, ne? So scheiße, Wuffelpack. Ja, Wuffelpack ist immer scheiße. Hier sind manchmal so ganz verrückte Menschen. Hier waren gestern 5 Menschen in Unterhose. Ich weiß gar nichts von Unterhose. Ich brauche unbedingt eine Waffe. Unbedingt. Komm, wir gucken, ob wir Waffe kaufen können. Ich will auch eine Waffe kaufen. Waffe. Ich brauche eine Waffe, Kollege. Ich brauche eine Waffe. Ja, warte. Ja? Warte, sag mal kurz leise. Pack mal deine Waffe erstmal weg, weil sonst denken die Leute... Sag nicht Waffe, das ist mein Stange. Deine Stange... Noch einmal und ich fick mich gleich. Okay, dann mach das. Warum? Warum ist hier ein Hubschrauber? Keine Ahnung, warum hier ist ein Hubschrauber. Ich weiß gar nichts, warum fragst du mich? Warum ich? Komm mit. Ja! Hier ist der König vom Würfelpark, Duanga Kalinga Fufuna und Nana Ossas. Guten Tag. Aleikum salam. Hola. Ich habe eine Frage. Hallo? Ja, Habibi. Ich habe ein bisschen geschlafen. So, ich brauche unbedingt eine Waffe. Mit Munition, alles drum und dran. Wie viel kostet bei dir? Warte mal, du hast so eine Waffe zwischen deinen Beinen. Oh, ich habe eine sehr große Stange. Willst du sehen? Ich will nicht sehen. Ich weiß nicht. Hier. Wallah haram. Warum? Was geht, Mann? Wer bist du denn? Ich bin Chito, kennst du mich nicht mehr? Damals mit Mahmoud. Oh, Chito, wo ist Mahmoud? Die sagen dir, ist gar nichts mehr da. Ich glaube, das ist gar nichts. Ja, Mahmoud hat gesagt, Bitcoin hat mir nicht mehr geholfen. Und deswegen war er traurig. Aber was?
Ja, Bitcoin war schon immer so Arschloch. Scheiß auf ihn. Ja, aber warte mal, warum ist Mahmoud jetzt weg? Ich bin sehr gefährlich, ich habe einen großen Stanker. Ja. Boah, nicht nur in meinen Hosen, nein, nein, auch woanders. Hörst du, Kollege? Das musst du Bitcoin fragen. Ich glaube, die hatten da gewisse Probleme. Kollegas, ich suche Breitenberg. Er hat mich vor 3 Monaten geschossen in meinen Kopf. Ich brauche ein Waffe, Pistole, boom, boom. Wer verkauft? Ich hab leider keine Waffe, sonst hätte ich dir gerne gegeben. Hat jemand von euch ein Waffe, Pistole? Die labern doch alle, als ob hier niemand eine Waffe hat. Duanga, der hier in Blau, der kann besorgen, habe ich gehört. Ja, komm. Okay. Ich komm mit. Ich will auch kaufen. Ja, komm mit, irgendeine Frau. Nein, nein, von Kali. Meine sie gehört zu meinem Arsch. Alles gut, Kollege. Guck, wie sie geht. Meine Person. Ja, sie gehört an meinen Arsch. Das ist, wie sind wir eine Person. Aber hast du überhaupt Geld? Na, Kollege, willst du mich mehr? Fragst du mir? Ich hab Geld zu viel, Kollege. Okay, dann komm mit. Warte, Kollege, ich weiß nicht, wie viel. Kali willst du viel? Ich hab 1,3 Millionen. Wie viel Pistole kann ich kaufen? Ich kann dir jetzt gerade nur eine geben. Wie teuer ist die denn? 350. Hast du so viel Geld, du Lino? Ich habe 1,3 Millionen. Reicht das? Ich glaube, reicht nicht. Doch, 350.000. Ach, 350.000. Ich dachte Millionen, ja, weil ich habe 350.000. 350.000. Okay, komm, wo ist dein Auto? Ja, dann geh du Geld abgeben. Ich hol aber die Waffe raus. Die Banks sind kaputt. Die Banks? Okay. Ja, komm, ich will Waffe erstmal. Kollege, erstmal sehen, schnüffeln, testen, dann silent, Kollege. Komm. Okay. Soll ich hier warten? Komm mit, du bist doch mein Arsch. Ja, Arsch ist besser. Kann ich dich einfach Duolino nennen, bitte? Das ist viel einfacher für mich. Was ist das? Usas ist ganz einfach. Usas. Usas. Was denn? Duolino ist etwas, wo man lernt, Sprachen lernt, was zu mir passt. Ich pack kurz das Auto. Okay. Hey! Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Nicht einfach. Hallo, Kollege. Warum, was hab ich getan? Aussteigen. Hörst du, warte, warte. Er wollte mir gerade ein Waffe verkaufen. Er wollte mir gerade ein Waffe verkaufen. Ich hab nichts gemacht. Komm, Schatzi, wir gehen hier weg. Oh mein Gott. Scheiß auf die. Du hast hier nichts mit zu tun. Komm. Aussteigen. Komm, wir laufen weg. Wer schießt da, Digga? Mein Arsch, komm! Hallo, hallo, Stiblebit. Nein, nein, ihr nicht. Hallo, Du, Ringo. Ja? Was hast du mit der Sache hier zu tun? Ich hab gar nichts, ich wollte keine Waffe kaufen, ich wollte ihn aufdecken. Hast du ein Pistola für mich? Nein. Dann verpiss dich. Die wollten uns abziehen, ne? Wer wollte euch abziehen? Ja, die Leute da. Ich hab eine Frage, ja. Für was brauchst du eine Pistole, mein Freund? Ich wollte mein, die da beschützt macht. Mhm. Das kann ich bezeugen. Sie arbeiten doch beim Titty Twister, oder nicht? Mhm. Was? Als Schlägerin. Oh, sorry. Ah, oh, die Linus. Mein Nase. Nein, oh mein Gott. Hey, hör auf, Alter, mit der Scheiße. Alter. Hör auf damit. Sonst ich brech dir dein Gesicht, du Arschloch. Hey. Mein Freund, ich glaube, du kennst mich nicht, ne? Kollege, bist du denn? Besser ist, du verpisst dich von hier. Weil wenn du noch einmal so machst, noch einmal und ich fick mich gleich. Sind Sie Detektiv oder was? Dann fick dich doch! Schreib mich nicht an, Kollege, ich mag das gar nichts. Nur meine Mutter darf mich anschreien. Ey, guck mal, der hat seine Brille wegen dir verloren. Haha, Stück Scheiße. Komm, komm, mein Arsch. Arschloch. Oh. Pass bloß auf, Kollege, pass bloß auf. Arschloch. Pass auf dich auf. Ja. Solange. Ja? Ah. Ja, komm, steig ein, ich muss mit dir reden. Komm. Nicht du, mein Arsch, aber du kannst auch aussteigen. Steig ein. Nein. Jetzt haben wir Krieg mit dem Kali-Kartell! Jetzt haben wir Krieg mit dem Kali-Kartell! Mit dem Kali-Kartell! Wieder mit den Kalis! Oh Scheiße, Sonntag, Digga, ich schrei lieber nicht so laut nachher. Klopft da jemand wieder. Oder ruft die Polizei. Hallo, guten Tag, sind Sie laut? Ich war noch nie mein Leben laut, Bruder. Okay, danke schön, tschüss. Ich muss irgendwoher Waffen bekommen. Weil Duanga ist sehr stark mit den Waffen. Warte mal, warte mal, warte mal. Oder stellt euch mal vor, das ist irgendein Auto von dem, womit wir die Waffen immer links da. Oh! Oh!
GG! Ich bin Duanga mit ein Stanga. Ich hab kein Angst vor Karikatil. Ich mach die alle fett, ich schieß die in die Fresse. Wenn die kommen, ich schicke die zur Presse. Danke dir, Waschid. Vielen Dank. Chat Twitch Prime ist kostenlos, wenn ihr Bock habt. Digga, wie geil ist das denn? Bum, 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 bum. Wir brauchen das. Pap, 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 pap. Okay, ich steig ein. Ich muss ein neues Auto kaufen. Danke für dein Prime. Danke für dein Prime. Pap, 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 pap in den Chat. Was ist los mit euch? Ich muss das Auto irgendwie um... Nur, dass ihr es wisst. Ich sage euch nur eine Sache, Chat. Duanga ist ein 20-mal besserer Schütze als Mr. Bitcoin. Nur, dass ihr es wisst, ne? Einmal anhalten, bitte, Kollege. Einmal anhalten. Hallo. So. Einmal bitte aussteigen, sonst bist du tot, Kollege. Aussteigen. So, wie ist dein Name? Was hast du in deiner Tasche? Nichts. Hast du eine Waffe? Nein. Tschüss. Ich bin Duanga Kalinga Fufuna und Nana aus, das merkt dir mein Name, du Arschduck. Digga, ich hab die Pistole einfach im Auto gefunden, Chat. Hallo. Ich hab eine Frage. Ich bin Duanga Kalinga Fufuna. Woher hast du das Auto? Ich hab dieses geklaut. Du hast es geklaut? Nein, ich habe Geschenk bekommen von einem Freund Breitenberg. Ich mag ihn so gerne. Okay. Und was seid ihr für Menschen? 18th Street. Wow. 18th Street. Nimm mal die Waffe aus der Hand. Ups, tut mir leid, Kollegas. Jetzt sind wir sie dir weg. Ich wollte... Was bitte? Jetzt sind sie mir die deine Waffe weg. Hey! Oh mein Gott, hat mich umgehauen! Man fickt mit den 18s. Das ganze Ding sich bis 22 Uhr ziehen. Hörst du, Kollege, das ist mir scheißegal. Ich brauche unbedingt dein Auto. Ich habe eine Mission, die sehr wichtig ist vom Bundeswehr. Aha. Sehr schön. Ich sehe aber nicht aus wie ein Autoverkäufer, oder? Ich brauche ein Auto zum Fahrt nur. Ich packe das wieder hin und dann ich komme wieder. Bitte. Ja, ich habe hier aber keine Fahrzeuge. Also eigentlich, ich habe gar nichts mit dir geredet. Eigentlich mit dem grünen Mann. Ich weiß gar nichts, warum du mir überhaupt antwortest. Warum? Warum? Ah? 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 Ja, ich kann dir leider auch keine Noch Auto einmal machen. Und ich fick mich gleich. Arschloch. Also, Kollege. Ja. Ich brauche unbedingt dein Auto. Ja, ich habe keins hier. Das grüne Auto ist deins, Kollege. Ich weiß das ganz genau. Ja, das brauche ich ja gleich noch. Kannst du mich fahren? Kannst du mich fahren? Kannst du mich fahren? Kannst du mich bitte fahren? Nee, kann kannst du mich bitte fahren? Nee, bitte fahrst du mich? Sie sind gerade nicht freundlich. Warum? Ich bin immer freundlich. Nee, sie haben gerade einfach in mein Gespräch, reingeplatzt, was ich gerade mit dem Mediziner geführt habe. Kollege, ich dachte ganz ehrlich, du hast gar nichts Bock mit ihm zu reden und ich rette dir jetzt. Und dann habe ich dich gerettet. Ich hatte gute Absicht. Ich muss mich das ist ein neues Auto, scheiß auf dich. Genau. Hallo. Perfekt. Hallo. Ich komm rein, alles gut. Nein, kommst du nicht. Ich will mit euch reden, bitte. Können wir das klären? Was denn? Ich habe gerade Scheiße gebaut, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab dir in die Fresse geschossen. Boom, boom. Wie kann es sein, dass du das weißt? Hä? Wir können uns daran erinnern, JJ. Ja, so JJ ist ein bisschen leider nicht so schlau. JJ. Ja, Kollege! Das ist mein Fehler. Wie auch immer wir das können, das ist nur möglich. Mach ich. Als wir dann rufen. Okay, dann ist mein Fehler. Ich dachte mal, man darf nicht. Yo, macht mal Liebe für Dings rein, Chat. Für Sparta, Rado darf in die Fraktion, weil er ja vorher die Whitelist hatte, aber sie später bestanden hat, bevor diese Regel da war. Macht mal fett Liebe für Sparta rein, dass er Radovic in die Frakt darf. Ja, mir verdammte Scheiße. Danke dir, Kuss, Kuss, Sparta. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Na, ein paar schöne Einsätze ihr habt. Hallo. Also, können wir das einmal klärt machen? Bitte? Ja, geht sofort los, geht sofort los. Okay. Wieso hast du blaue Kleidung? Seid ihr die Krebs? Nein, wir sind 18s. Wow, 18s gibt's auch noch. Ich kenne noch die Krebs. Wo sind die? Die gibt's schon länger nicht mehr. Warum? Weiß ich auch nicht so genau. Warum? Weil ich das nicht weiß, Bruder. Warum? Weil ich das nicht weiß, Brudi. Okay.
die sind ja nett. Ich habe eine Frage. Also, ja. Ich habe eine Pistole gekauft von die, ups, ein bisschen leiser reden, die Mediziner so nicht mitbekommt. Tut mir leid. Von einer von euren Leuten. Der hat meine Pistole verkauft für 400.000 Euro. Deswegen von wollte uns? Ich, ja, von einem Mann von euch. Von wem denn? Sein Name ist Camelo. Jordan. Okay. Das bezweifle ich aber. Warum? Du Anger kennt ja noch Jordan Camelo. Zivilisten. Irgendwelche Waffen verkaufen. Oder ich bin kein Zivilist. Ich weiß gar nichts, was du denkst. Ich bin kein Zivilist. Von wo bist du denn? Kali-Kartell. Du bist vom Kali-Kartell? Ja, klar. Warum hast du dann vorhin gelogen? Warum? Weil du gesagt hast, du bist kein Kali-Kartell. Du hast das Auto von denen geklaut und danach hast du es geschenkt bekommen. Ich wollte wissen, ob ihr Kali-Kartell hilft und sagt, hier ist jemand, der hat euer Auto geklaut. Aber ihr habt gar nichts geholfen. Wir haben damit Dennis im Hut. Warum? Warum? Ja, Duanga ist ein bisschen schied zu chillt. Duanga ist der schwierige Charakter, aber. Ja, nee. Also, ihr seid neutral mit denen, so wie Mineralwasser. Neutral wie Mineralwasser. Ich hab noch eine Frage. Und ich sprudel? Ja, ja. Warum? Wegen neutral? Warum? Darum? Pass auf, ich hab kurz mit dem telefoniert. Duanga, wir können dich ein Stück mitnehmen, ne? Nehm ich mit in die Stadt. Ich glaube, ihr wollt mich tot machen. Nein, nein. Oh, nee. Komm, spring auf. Ich glaube, ich will mich tot machen. Immer wohl alle Duanga tot machen. Sag mir einen Auftrag, ich tute alle für euch. Sag mir einen Namen, ich tute ihn. Alles gut. Aber darf ich Auto fahren? Bitte? Nee, nee, wir fahren. Okay, ich fahre ganz schnell. Na, steig ein. Aber lass mich fahren. Ich wollte schon immer so ein Auto fahren. Ja, lass ihn bei Bitte. Mitfahren. Ja, darf ich? Du darfst mitfahren, aber nachher darfst du selber fahren. Geh drüben rein. Ihr werdet mich tot machen. Ich schlafe hier. Tschüss, ich muss noch ein Krankenhaus. Die wollen mich holen. Hallo? Doktor! Ja, Doktor! Komm, wir tun dir nichts, komm. Mein Sehnagel tut, wie kannst du mir helfen? Duanga, komm schon, wir tun dir nichts. Du bist Arzt. Hey! Duanga! Doktor! Ich brauche eine Hilfe, hallo! Was ist denn los? Mein Sehnagel. Ich weiß nicht, was passiert ist und auch, warum das passiert ist. Ich brauche aber unbedingt einen Arzt. Ja. Kannst du mir helfen? Natürlich, dann setzen Sie sich erstmal vorsichtig hin. Okay. Ich helfe Ihnen dabei immer. Ganz vorsichtig, so. Dann einmal, wo denn? Auf der linken oder auf der rechten Seite? In meinen Mund. In Ihrem Mund? Du hast Zehennägel im Mund. Ich leuchte mal rein. Zähne? Nee, ja. Zehennägel gesagt. Ja, nein, sie und von einem Nagel gebisst. Ja. Ach so. Also ach so, sie haben auf einen Nagel gebissen. Ja, einfach ganz durch. Ich hatte einen Döner gegessen, da war so lecker mit Salat, Krautsalat, grünen Salat, weißen Salat und Bohnen und Oliven auch. Und ich habe gebisst und da war ein Nagel drin. Keine Ahnung, welche Verkäufer mir das gemacht hat. Und dann ohne jetzt Soße? Und ja, ohne Soße. Das tut jetzt bestimmt weh, ne? Ich schätze mal, da haben sie sich eventuell am Zahnfleisch verletzt. Komm, wir holen uns den Döner, Mann. Die wollen mich so hochnehmen. Das könnte man jetzt so behandeln, ja. Ja. Sind Sie denn auf irgendwas allergisch? Ja, auf hässliche Frau. Okay. Aber hier ist nur schöne Frau. Gekappt. Ich mag dir so gerne, blonde Frau. Ja, das heißt, Sie sind auf keine verschiedenen Medikamente allergisch? Na, gar nichts. Ich kann alles essen. Gib mir Plastik, ich esse das sofort auf. Okay. Ist aber ungesund. Warum? Ja, Warum? Ja. Kann ich kurz einmal mit dem Mann hier reden? Weil ich glaube, er hat mir die Nagel in meinen Fresser gemacht. Danke schön, mein Doktor. Natürlich. Ich habe den Nagel reingemacht. Ich mach schon mal Ihre Medikamente. Ich verkaufe doch keinen Döner, okay, danke. Ich habe Spaß gemacht. Wir wollen jetzt abhaut von hier. Ja, komm. Aber hörst du, gib mir dein Wort, du machst mich nicht tot und klaust nicht mein Waffe. Ich gebe dir mein Wort, ich mach dich nicht tot und ich klau nicht deine Waffe. Und deine Leute auch nicht? Meine Leute auch nicht. Schwur. Ich schwur. Okay, ich komm. Ja, ja. Ich schwur. Ja, wir sind jetzt Freunde. Kommt. Fahrt wohin ihr wollt, Kollegas. Soll ich jemand für euch tot macht? DJ, was hast du für eine Hausnummer? 420. So, nee, ja, mach mir. Oha. Ich hab gar keine Hausnummer. Hey, TJ, wohin? Hey, sag mal. Komm hinterher. TJ hat schon ein Auto, so groß auch.
Was mein... Oh. Gefährliches Auto, ja. 420, was heißt das? Wie findest du das Auto? Ich finde das sehr schön. Ich wollte eigentlich, um ehrlich zu sein, euch dieses Auto klauen. Ach, so einer bist du. Ja, leider. Ich bin sehr, sehr gefährlicher Mann. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Ich kämpfe damit immer selber. Ich sag, Duanga, du machst jetzt nicht diese Mensch abziehen. Und dann leider, ich mach doch abziehen. Also wolltest du uns eben abziehen, oder? Nein, nein. Ich wollte mit euch reden und euer Auto einmal angucken. Ja. Ja. Aber warum hast du auf uns geschossen dann? Habe ich geschossen auf euch? Ja, du hast meinen Kollegen abgeschossen. Ja, das war scheiße. Ich habe mich voll... Also dieser Ort sieht nicht so nett aus. Na, aber wir tun dir nichts. Okay. Mods, habt ihr eine Wette? Irgendeine Wette für uns? Jetzt hab ich ein bisschen Angst, Digga. Sag ich euch ehrlich, wie ist es? Komm, Duanga. Okay. Wohin? Wo sind wir? Können wir mit? Jetzt irgendwie in unseren Clubraum. Ja, okay, ist das euer Haus? Mhm. Wow. Ja. Komm rein. Boah, ein bisschen stink hier. Ah! Oh, alles gut, Kollege, also ich bin am Leben. Könnt ihr machen. Schön hier, oder? Das sieht so schön aus. Wow. Ist das ein Autohochmacher? Ja. Yeah. Aber wie kommt die Auto hier rein? Das verstehe ich gar nichts. Hä? Hier, die Tore siehst du nicht. Hier? Hallo? Tor! Da kannst du nicht rein, Duanga. Das ist nur für Mitarbeiter. Hallo! Hallo! Duanga! Wow. Das hat so viel... Oh, hallo, Kali. Hallo, mein Freund. Warte mal, warum gefesselt? Die haben mich richtig hops genommen. Die haben mich richtig hops genommen. Und er hat sein Wort gehalten. Warte mal. Ich hab die Pistole aus dem Auto von die Kali geklaut. Ich schwur. Aber wir haben dich nicht gefangen genommen, deswegen können die durch die Pistole haben. Alright. Aber was hab ich getan? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast meinen Kollegen im Kopf geschossen. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich wollte doch immer mit dir Freunde sein. Schätze mir Freunde, wenn du auf mich schießt. Hä? Warte mal, ich habe gar nichts auf dich geschossen. Nur zweimal. Ah. Hey, du solltest besser die Fluffy, danke schön für dein Raid. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also, können wir einen Deal machen? So, Deal ist sowas wie, ich sag was und du sagst was und wir sollen beide sagen ja. Okay? Hola, Jungs. Was geht? Ihr lässt mich alle gehen. Und ich fick Kali nicht und ich fick die Athens nicht. Also die Athens kann ich gehen lassen, aber wir müssen nicht mitnehmen. Kollege, ich sag eine Sache. Ich bin zu stark, ich mach Kali alleine kaputt. Oh, okay. Dann aber ich will nicht. Ich will gar nichts. Ich hab Angst vor Kali, hab ich nicht. Ja, Athens, habt ihr noch was zu mit dem zu klären? Sonst würden wir da mitnehmen. Nee, nee. Also wir können natürlich auch mitnehmen. Wir gehen zu ich will einmal, dass du mich anguckst ohne Maske. Ah, ihr braucht dann hier die Job da. Aber dann riech ich deinen Mundgeruch, Brudi. Ich hab keinen Mundgeruch, gar nicht. Ich nehme immer diese Odol, diese Minzegeruch. Man riecht ihn 10 Meter gegen Wind. Hey, Labyrinth, mit Maske. Ah! Alles gut. Warum Labyrinth? Warum sagst du Labyrinth? Warum? Tschüss, Carly. Warum? Dankeschön, ja. Vielen Dank, schön. Ich mach euch fertig, Altins. Ich mach euch zu. Ich mach euch zu 17. Ich mach euch alle kaputt, Kollege. Als wenn ich euch sehe, ich mach euch tot. Hilfe, Polizei. Such dir mal richtig. Meinst du, so wie ich deinen Kollege eingegeben habe von diese One-Types? Ja, so einen hast du auch. Alles, alles. Bald seid ihr nicht mehr volljährig. Ich mach euch von 18 zu 17, ihr Arschloch, Männer. Dann könnt ihr nicht mal Zigaretten kaufen ohne Ausweis. Und die Bitcoins kann er behalten und den Scheck. Die hab ich von Mr. Bitcoin geschenkt bekommen, die Bitcoins. Sehr schön. Deswegen darfst du ja bald. Aber er hat. Du musst denn diese Dings abmachen, ne? Ja, ja, ich weiß. Oh. Ich mach euch zu 17! Von wo kam das? Okay. Kann ich dich einmal küssen auf deinen Mund? Nein, okay, ich wollte einmal Versuch machen. Ach, Digga. Ja, oh warte, tut mir leid, Kollege, ich steig aus, ich lieb dir so viel. Ich hab gar nichts gemacht. So, ich steig hier ein. XL bis 3. Oh mein Gott, ich kann nicht einsteigen, weil ich ihn getragen habe. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, tut mir leid. Okay, ich steig ein. Bringt den einfach schon mal weg. Ja, okay. Ich muss kurz powernappen. Steig ein, links. Ja, wie ist mein Name? Nicht du. Ich mein links, alles ist abgeschlossen. Tschüss, junge Frau. Keine Ahnung, wie du heißt.
Duanga Kalinga Fofona und einer aus, das ist ja, ganz einfach. Okay, okay, aus, das warte mal, wie auch immer. Noch einmal und ich fick mich gleich. Warum lacht ihr? Warum? Was machst du dann? Wie, was mag ich dann? Was machst du, wenn ich nochmal sage? Ja, dann fick ich mich gleich. Aber ganz dull. Du hast keine Chance. Okay, okay. Ey, warte mal, wo fliegst du hin, Kollege? Ich flieg jetzt hier hoch. Warum? Mann, wenn ich keine mehr da kann. Ich hab den. Hey, Kollege, hallo, das ist sehr hoch. Hallo. Ich hab keinen Höhenangst. Ja, also, dann ist doch alles gut. Ja, aber das heißt, ich hab. Alkoum Salam, jetzt oder nicht? Du steigst nicht aus, ja? Ich steige aus dem Helikopter. Hände hoch. Okay. Lauf zu Breitenbeck. Wer ist Breitenbeck? Ich Kabel bin da nochmal. Schieß den Helikopter ab, ihr wisst doch, wie du lange bist. Du Wichser, du. Du lange? Ja. Haben Sie eine Waffe? Nicht mehr. Ich habe die von. Ich habe ein BMW geklaut am Würfelpack von euch. Da war ein Waffe drin. Ich habe die genommen. Und jetzt haben die ATs das von mir geklaut. Und deine Leute haben gesagt, behaltet das ruhig. Ich verkaufe euch sowieso immer Waffen. Ich glaube, die verkaufen Waffen an die ATs. Ja, sollen sie ruhig. Ich mach dich zu 17, die 18. Dulanga, warum klauen sie den BMW? Wer ist Dulanga, Arschloch? Ich heiße Duanga. Kalinga, von vorne und einer aus das. Noch einmal und ich fick mich gleich. Ist mir egal. Ja, du hast schon richtig verstanden. Weißt du noch, vor 3 Monaten, Breitin Arsch, Berg? Du hast mir in meinen Kopf geschossen, aber ich liebe immer noch, Kollege. Du hast keine Chance. Warte, ich hab kein Seile. Doch, hast du. Okay, scheiße. Ja? Hast du. Ich hab eine kleine Idee. Sie wollen doch flippen. Was ist Flip? Haben sie doch gerade gesagt, ich flip gleich. Flip? Wo bist du? Ich hab gesagt, noch einmal und ich fick mich gleich. Was für Flip? Sie ficken sich selber? Warte. Ich komm gerade erst zum Krankenhaus. Hast du Angst, um mich zu kämpfen, 1 gegen 1? Hab keine Angst. Angst? Ich hab keine Angst. Du hast Angst. Schauen Sie runter, mein Freund. Schauen Sie runter. Was sehen Sie da? Zitter nicht. Was sehen Sie da? Halten Sie sich fest an meinem Arm! Mein Gott, das ist ja schwer, ich kann ihn nicht mehr lange tragen! Halt mich fest, Breitenbeck! Was siehst du da unten? Ich helf dir, ich helf dir. Ganz viel tief macht! Blickst du dem Tod ins Auge? Ja! Kalinga, wie viel wiegst du? Ich kann dich gleich nicht mehr halten! 150! 150? Mein ja. Gott, meine Bandscheibe! Ich helf dir! Halten Sie meinen Rücken fest! Deswegen tragst du auch nie Couch bei Umzug, Breitenbeck! Ja, kann ich nicht, wegen meiner Bandscheibe. Mein Gott, helf mir! Ey, noch jemand muss sie festhalten. Ich fang gleich bitte runter. Helf mir nicht, lass mich nicht bald runter, Kollege! Kali, haltet mich fest! Einer soll noch hier, komm mal her! Herr des Feuers soll ihn. Nein, kein Herr des Feuers, Kollege! Du Langer, jetzt sag! Ich sag alles, was du willst! Warum sagen die Blatz, du willst mich umbringen? Ich will die Blatz umbringen, ich wollte eine Waffe von denen nehmen und dann direkt in den Kopfschuss machen. Aber die Blatz haben so viel Angst vor Kali, die wollten mir keine Waffe geben. Die sagen, nein, wir dürfen nicht, weil ihr seid Zivilist und so weiter, Arschluck, Mann. Oh, und dann brauchte ich eine Waffe. Doch, alles gut, wir sind viel hinter. Bitte schauen zu lange. Okay, hör mir zu. Ich habe eine Frage. Ich hatte eine Pistole. Warum habe ich dich nicht geschossen? Ich wollte die Waffe nehmen und die andere schossen. Okay, komm, zieht mich zurück, ja, ich okay, hab... Ich töte alle Bluts. Duanga hasst die Bluts. Okay, du Langer, ich hasse auch die Bluts. Komm. Lauf. Los. Oh mein Gott. Ah, Mama Quelle. Du Langer. Ja. Dann tu, was ja. du tun musst. Okay, kann ich meine Pistole wieder haben? Nein. Gib Warum? Dir einen Schläger. Hast du einen Stange? Ich brauche meinen Stange. Ich hab dir. Er gibt mir seinen Stange. Guck mal, wie gut die alle gelandet sind. Habt ihr Kabelbinder und ein bisschen diese Schneide machen? Gib ihm, was er braucht, er soll ein bisschen fitner stiften. Okay, warte, du Langer. Okay, ich brauche eine Pistole auch. Du Langer. Ja? Du Langer. Er hat gesagt, gib ihm, was er braucht. Ich brauche eine Pistole. Ich kann nicht ohne Pistole. Ja, also nein, keine Pistole. Habt ihr die Kabel? Wenn sie Leute finden, nee. Die Waffen verkaufen, sagen sie Bescheid. Ich habe gefunden am Würfelpack, ich schwur. Der erste, ja, der. Machen sie weiter. Warte mal, habt ihr am Würfelpack diese Mann Waffe weggenommen? Ja, richtig. Dann gib mir die als Belohnung. Kollege, ich habe die gefunden, die Waffe. Ja, die waren BMW und die haben die 18s jetzt. Wie soll ich ihnen eine Waffe geben? Mit deiner Hand. So, hallo. Hier ist ich habe sie extra mit dem BMW davonziehen lassen, damit sie die Waffe im Kopf Ihr habt auf mich geschossen, Kollege! 3 Schuss! Ich war fast tot, ich hatte Naseblute, sein Vater! Kollege, sie sind ein kluger Mann, sie kriegen das hin. Kollege! Ein Heli fliegt jetzt los mit 3 Mann, setzt Duanga am Würfelpack ab. Ja, aber ich brauche eine Waffe!
Ja, einen Schläger kriegst du. Hat denn wer einen Schläger gegeben? Nein, ich kann nicht Schläger. Stanga und Waffe. Warten Sie, ich gebe ihm was anderes. Was ist denn eine Stange? Stanga und Waffe. Was ist denn eine Stange, Mann? Stanga! Brechstange, Brechstange. Achso, Brechstange. Der früher, der hat uns immer alle kaputt gehauen. Ah, bist du Jamal? Ja. Ah, ich habe Mendelssohn und dich kaputt geschlagen. Ja. Warum? Jamal könnte auch auf Leute schießen. Wow. Warte mal. Warte. Ich brauche noch ein bisschen diese Schneidemach und Festbinder. Ich hab die gegeben, ich hab die gegeben. Wer hat Festbinder? Ich hab die doch gegeben, ich hab die gegeben, Dorne. Und wer hat ein Pistola? Ich hab. Wie viele brauchst du? Eine. Keine Pistole, keine Pistole. Ich weiß. Warum? Ja, was ist los? Becker, was machst du? Was? Ich brauche ein Pistola, Kollege. Okay. Ich flieg alleine mit Hubschrauber, danke. Nein. Tschüss, ich liebe euch so viel. Warte, er hat gesagt, gib mir alles, was ihr braucht. Okay, ich steig aus. Du steigst hinten ein jetzt. Warum? Beckhardt, du fliegst. Steig hinten ein? Ja, komm, Digga. Warte. Raus du mal. Ey, lass mich. Du Idiot, raus du mal. Ey, Digga, halt mal. Duanga, komm rein. Duanga, einsteigen. Ich kann mich nicht bewegen. Lack, steig ein. Warte. Ey, du Pilz hier. Sorry. Ja. Hallo. Aufwachen, Duanga. Ich bin fit. Anne, Digga, haut doch ab. Immer weg hier. Kann ich. Jungs, haben wir irgendwie Waffenruhe oder so? Hallo, stell mal ein jetzt hier. Ich will jetzt vor Essen. Ja. Hallo. Ja. Aufwache. Oh, scheiße, bin ich eingeschlafen wieder? Tut mir leid. Ja, steig ein. Ich schlaf immer ein. Warte, ich muss Breitenbeck nur einmal noch Tschüss sagen. Nein. Nur Tschüss sagen. Deko geht. Breitenbeck, ich wollte nur sagen, danke, dass du die Waffenroute nicht mir gehört auf Papier, sondern andere Leute. Wie? Wen gehört sie? Weißt du das gar nicht? Nein. Okay, ich sag dir das jetzt. Dein Vater. Okay, Tschüss. Mach zu einer. Mach zu. Antonio, ich hab Hunger, was soll ich essen noch? Du hast richtig durch, ja. Wer ist sein Vater? Ich weiß ich nicht, Digga. Langer. Danke, Kalis, ja, und danke, dass ihr mir viel Waffers verkauft habt. Dankeschön. Ich mag die Waffe so gerne. Ja, Dankeschön für die Waffers verkaufen. 300.000 pro Waffe. Hallo Donga. Ja. Was passiert? Warum du lange auf Boden? Ich weiß gar nichts. Ich weiß, wer das war. Warum? Was? Habt ihr Munition für mich? Ja, gib mir kurz deine Waffe, schlag auf. Schluck. Was traust du dir dazu? Wer ist da? Kollegas. Hola, Donga. Ich brauche einen Maxim. Bist du das? Also, ja. Mein Freund, ich hab dir so lange nicht gesehen. Komm mit! Maxim, komm! Komm mit! Ist die auf, du Auto? Maxim, kann ich dir helfen, kannst du mir ein Pistol leihen? Ich geb dir gleich wieder. Hörst du, Maxim? Da hinten ist ein Mann, ich muss ihn nur einmal bedroht machen. Sag, gib deine Pistole, er hat eine 50er Waffe und ein schwerer. Ich nehm eine Waffe und geb dir deine Waffe wieder zurück. Ja, kannst behalten. Viel Spaß. Warte! Nimm deine Maske ab. Mhm, eine Sekunde. So. Danke. Oh, und hörst du? Mhm. Ich höre zu. Ich liebe dir immer noch. Ich hab dich. Breitenberg wird fallen! Hallo, Schatzi, warte! Was denn? Ich fahr mit dir. Wie du fährst mit dir? Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich bin Duanga Kalinga von Funa an einer Assess und du bist mein Baby. Jetzt sind wir Freunde. Fahr los. Wer bist du? Duanga Kalinga von Funa an einer Assess. Ganz einfach. Ja, aber ich... Was kann ich denn für dich tun? Ich wollte einmal fahren, ein bisschen Auto mit dir. Wie heißt du? Wie heißt dein Name? Ich heiße Steffi. Stefan? Warte mal, Steffi. Stefanie. Du warst doch auch eben auf dem Dach, oder nicht? Ja, bist du auch bei den Kalis? Nee, was wollten die von dir? Ich weiß nicht, ich habe einen tot gemacht von die Kalis. Wieso das denn? Sie weiß nicht, dass ich das bin. Wieso das denn? Ich weiß nicht, ich habe die tot gemacht, eine von die, weil der hat mir so scheiße gelabert und ich habe ihn in die Fresse geschossen und er war tot. Und dann haben die gesagt, du Strafe, aber dann kriegst du keine Strafe.
Und wieso haben die dich gehen lassen, wenn du jemanden von denen umgebracht hast? Ich habe denen Geld gegeben, 2 Millionen. 2 Millionen hast du denen gegeben, ja. Die haben mich freigelassen. Leider, ich musste geben mein ganzes Geld für alles. Ich habe noch 80.000 auf Konto. Hm. Von meinem Geld auf Bank in Sonto, meine Stadt. Sag mal, weißt du was von dieser Waffenroute, wer da drauf war? Ja klar, ich weiß alles von der Waffenroute. Wer war denn da drauf? Die Zivilistin? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich kenne dich noch nicht so lange. Ich muss dich kennenlernen. Wir können ja mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Was hältst du davon? Ja, gibt's hier irgendwo ein Autohaus, wo man Autos kaufen kann? Ja, da wollte ich eigentlich gerade hinfahren. Wow. Aber ich finde gerade viel interessanter, was die Waffenroute angeht. Ja, und ja. Warum magst du die Waffenroute so doll? Nee, ich mag die Waffenroute nicht. Aber ich mir auch wird nicht. Vorgeworfen, dass ich da war. Warst und dass ich du da? Nee, was sollte ich denn da? Ich war da. Du warst da? Ja. Mit wem warst du denn da? Mit 40 Leuten. Ah, und da war auch so eine Stefanie, habe ich gehört. Ja, Stefan. Stefan? Ja. Sie hat. Einmal hat er gesagt, hey, Clara. Und dann hat sie gesagt, nein, nenn mich Stefanie. Clara? Ja, ich glaube, dieser Name war falsch. Ah, und wo weißt du, wer diese Clara oder Stefanie ist? Ja, wo die arbeitet? Clara Stefanie arbeitet bei Bank. Bei welcher Bank? Andere Bank. Andere Bank. Ja. Nein, ist kein Mädchen. Sie sagt mir das doch mit 40 Leuten. Ich sag ihr nur das, was sie mir gerade sagt. Telefonnummer von der. Telefonnummer? Ja, ich glaube, ich habe eine Telefonnummer. Warte. Vielleicht können wir ja mal gemeinsam auf der Waffenroute mit ihr arbeiten. Weißt Sollen du? Wir jetzt zur Waffenroute fahren? Nee, jetzt nicht. Ich weiß aber wie einen Trick, wie man schnell Waffen macht. Echt? Wie denn? Ja, ganz einfach. Fahr mich hin, ich zeig dir alles. Zur Waffenroute? Ja. Nee. Ich habe ein Auto mit 300 Kilo Waffenteile. Wirklich? Ja. Wo steht denn dein Auto? In meiner Garage. Und wo ist deine Garage? Warum fragst du so viel, Stefan? Ich bin sehr neugierig an den Leben anderer Menschen. Du nicht. Ja, stimmt. Wie viel Größe hast du dein Fußschuhe? Mein Fußschuhe ist 38, 39. Das kommt ganz auf den Schuh drauf an. Okay, und wenn du gar keinen Schuh trägst? Wenn ich gar keinen Schuh trage, habe ich noch nicht ausgemessen. Warum weißt du nicht, wie groß dein Fuß ist? Weißt du, wie groß dein Fuß ist? Ja. Wie groß ist denn dein Fuß? 58 Zentimeter. Oha, und wie groß ist dein Penis? Ich habe keine. Wie, du hast keinen? Also du willst mir erzählen, du weißt, wie groß deine Füße sind, aber nicht, wie groß dein Penis ist? Ich habe den verloren. Was? Oh nein, warum das denn? Kylie hat mir abgeschnitten. Oh, wirklich? Ja. Oh nein. Jetzt verstehe ich auch, warum du da jemanden umgebracht hast. Ja, die haben den weggemacht und weggeschmissen. Die Was? Haben 3 Leute dafür gebraucht, um den wegzuschmeißen. Weil der so groß war wahrscheinlich, Nein, nein. Ne? Warum mache ich da mit, Digga? Nein, der war... Ich weiß gar nichts mehr, wie der war. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, Kollege. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, ich habe keinen. Ich kann also nichts mit dir machen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich ein wundes Thema getroffen habe. Wie wär's denn, wenn du mal deine Garage markierst? Dann kannst du mir mal dein sexy Auto zeigen. Okay. Ich denke mal, du hast so einige tolle Sachen, oder? Ja, das Problem ist, guck mal, wo das ist. Bei Kallis zu Hause ist die. Bei und ich komme die ganze Zeit nicht an diese scheiß Auto ran. Oh, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, wenn wir da jetzt hinfahren. Ja, was du dich machst. Ah, ich habe eine Idee. Hast du, gibt es hier ein Autohaus, wo man kaufen kann? Ach so, ja, wir wollten. Okay, komm, ich fahre dich zum Autohaus. Digga. Wo war das nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal kurz einen Würfel packen. Ja, so 3 Wochen Sofa, Digga. Nie wieder darf ich. Da wollte ich tatsächlich auch gerade hin. Ich guck mal schnell auf mein Handy, Digga, falls mir irgendwas geschrieben wurde, ganz zufällig. Warst du mal verheiratet? Nee, tatsächlich nicht. Ich war verlobt. Wie heißt dein Name? Von meinem Ex-Verlobten? Ja. Marcel Heeres. Was? Ja, man glaubt Marcel Heeres? Marcel Heeres. Kollege, weißt du, wer das war, Marcel Heeres? Wieso? Was Egal, was ich gemacht habe, ich habe ihm geholfen, Leute zu tot. Ich habe ihm Geld gegeben, Waffes gegeben. Er hat mich immer Verrat gemacht. Immer. Ja, das ist Marcel. Er hat mich wirklich immer Verrat gemacht. Der wollte mich heiraten und hat eine andere gefickt. Verstehst du? Das ist sehr scheiße. Jetzt dafür wird er büßen. Jetzt weiß ich, warum Marcel mit ihm also gerne gechattet hat. Also hier kann man Autos kaufen. Wow, das ist so ein schönes Autohaus. Mhm. Komm, wir gehen rein. Ich bin Duanga mit einer Stange. Aber nur in meiner Hand, nicht mehr in meiner Hose. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast keine Stange mehr. Hier in meiner Hand. Grüezi wohl. Irgendwas GG. Ist Lupa da? Nein, der ist gerade.
Was geht ab? Was geht ab? Ich habe eine Frage. Ja. 69er Cadillac Baujahr 93. Ja. V8 Maschine. Ja. Schönes Auto. Ja, das war. Ausrichten, dass er sich bei mir melden soll, wenn er wieder da ist. Das wäre ich gerne, wenn du mir sagst, wie du heißt. Steffi. Steffi, okay. Stefan. Steffi. Hallo, Kollege, warte! Oh, da seid ihr ja wieder. Was geht ab? Bei mir geht's super gut. Ey, danke für die Zehnerbombe, vielen, vielen Dank! Wie heißt euer Name? Hans Ahmed Müller und Seba. Bin die. Wow, drei Namen. Hey, ja, mein Name ist Duanga Kalinga Fufuna Unana Ossas, hallo! Na klar, ich kenn den. Guck mal, tut mir überhaupt den Gefallen, also ihr steht alle so ja, scheiße gerade. Nein, ihr könnt ja gut... Warte mal, hast du gerade Scheiße zu mir gesagt, du aber Arschloch? Wer steht, hör mal zu, erstens bist du hier quasi bei mir Gast, in Anführungsstrichen. Kollege, ich... Du beleidigst mich nicht. Ich hab gesagt, noch ich einmal und ich fick mich scheiße. Gleich. Ja, das ist kein Problem, kannst du gerne machen. Aber ihr steht alle in der Tür. Wir müssen rausfahren, müssen warten, bis ihr alle weg seid. Okay. Ist so viel Fläche, mach das mal bitte. Bitte nicht damit fahren. Hör mal bitte auf. Ist das Auto aus, Auto? Ja. Komm doch mal raus. Steig mal aus jetzt. Ich steig aus. Ich steig aus, tut mir leid. Ey! Oh mein Gott, wie Angst er vor mir hat. Das ist der von den 18s. Das ist der von den 18s. Tja. Geiles Auto. Der fährt sich nicht so scheiße wie der andere. Oh, der fährt sich gut, Mann. Einmal verpisst von da. Hallo. Ja, grüß dich, Anna. Sag mal, nicht so unüblich. Ja, ist aber wieder so, boah. Lass den mal kurz durch. Warte, oh. Ich steig mal aus und komm mal mit, bitte. Komm mit. Also, was kostet die Auto? Mary, kannst du einmal bitte mit dem Handschuh sagen? Die Auto ist meine. Komm mit. Ist das dein Privatauto? Komm mit, hab ich gesagt. Ey, ich hab noch nie so ein schönes Auto. Halt mal die Fresse, komm. Wenn ich rede. Schöne Auto hast du. Also, komm mal jetzt mit, sonst hast du nachher ein echtes Problem. Halt die Fresse. Er sagt das nochmal und ich schwöre es dir. Nee, du kriegst echt. Guck mal, ich erkläre dir jetzt mal was. Und okay. Das meine ich ernst. Wenn du das nochmal machst, schwöre ich dir, rufe ich jemand anders, der dich dann komplett irgendwo anders hinschickt. Das, was du gerade gemacht hast, ist hier komplett verboten. Du was habe ich getan? Du hast dich ins Fahrzeug gesetzt und ja. Hast gesagt, steig aus, du darfst damit nicht fahren. Wem gehört das Auto? Das gehört hier dem Autohaus. Der hat gesagt, das ist sein Auto. Nein, das ist egal, wenn ich dir sage, du steigst aus. Du hast hier. Wer bist Auto du, mein Vater? Klauen. Bist du Susuna Antombe Kainono? Nein, halt, bist du nicht. Verpiss dich, geh mal raus hier. Halt die Fresse, was verpiss dich? Verpiss dich raus hier. Ich bleib genau hier. Wie soll man da ruhig bleiben, ja? Sag mal ehrlich, wie soll man da ruhig bleiben? Ruhig. Ich spreche ein Hausverbot aus, fertig. Geht er nicht raus, ruf mir die Pol. Ja, rufe die Polizei. Ich schwieg die alle. Ich das so. Ja, und dich gleich mit, so. Du Arschloch. Ja, will was? Ich sehen. Will ich sehen, wie du mich fixst, ehrlich. Was, Kollege? Warum redest du so? Komm, bist du hier Hausmeister? Komm mal mit, wir gehen ins Büro. Komm mit, mein Freund. Okay, jetzt klären wir das wie echte Frauen. Männer, meine ich. Ja, und dein Freund ruft die Polizei, weil er Angst hat, ja? Wie ist dein Name? Duanga Kalinga Fufuna Unana Osas. Wieso hast du keinen Respekt? Weil die Mann auch keinen Respekt hat. Der Mann hat das Hausrecht, du bist in seiner Wohnung. Komm ich in deine Wohnung und scheiß auf deinen Teppich? Ich habe keine Wohnung. Wenn du eine hättest, würde ich reinkommen und auf deinen Teppich scheißen. Ja, weil Toilette ist da drinne. Du bist wohl ein ganz witziger, oder? Eigentlich nicht. Ich bin 18 Jahre alt. Also schau mal. Du gehst jetzt raus. Okay. Und entschuldigst dich bei dem Mann und sagst, wir starten nochmal neu. Okay. Andererseits geben die dir ein Hausverbot und du hast nur Stress hier. Verstehst du das? Okay. Du hast recht. Die Bullen sind schon da. Mach das. Ganz entspannt. Da hab ich Lust. Kannst du einmal aufmachen, bitte? Also jetzt. Der mit dem oben. So, wo der ist der Mann? Ich wollte mich entschuldigt machen.
Das, wie gesagt, das ist mir scheißegal. Du gehst jetzt mit der Polizei erstmal mit und dann kannst du nachher nochmal wiederkommen und dich dann. Ich hab mich doch entschuldigt gemacht. Es ist mir egal, du bist mir gerade ziemlich auf den Arsch getreten. Du bist ja ein Arschloch. Stehen bleiben. Ich kann doch nicht wegen dieser Scheiße schießen. Den bleiben. Lass mich in Ruhe, oder ich tue. Ey, nee, ich schieß nicht, Kollege, ich schieß nicht. Ich schieße nicht. Was für gute Hits, du Wichser. Bringt nichts. Dämmt ihr ab. Der Heli abziehen. Oh. Ja! Hilf mir! Danke. Das ist schön. Ja, alles gut. Oh! Oh! Ja, geht da weg. Ja, Bergkamp, was machen wir jetzt? Oh mein Gott! Was war das? Ja, ich hab Heli abgeschossen. Pick mal anwesend oder so am besten. Naja, das war jetzt genauso scheiße. Verstehe nicht warum. Woher wussten die das? Keine Ahnung, Bro, musst du die fragen. Wenn die den Meta unterstellt, dann mach das. Reportet die und fertig. So, Duonga. Ja. Steig aus und nimm dein Endo. Warum? Endo. Nimm mal dein Endo. Okay, aber ich habe gar nichts gemacht. Ja, bleib stehen. Bleib stehen. Er fistet dich. Hä? Was habe ich gemacht wieder? Du hast wieder eine Waffe. Ja, sag mal, von wo hast du die Waffe? Ich habe die von einem vom Würfelpack genommen. Ich schwur. Von Maxim. Sein Name ist Maxim. Und Breitenberg, Kollege, warum nimmst du meine Waffe weg? Warum? Breitenberg hat gesagt, ich soll mich selber einmal besuchen. Was soll das? Maxim, wer ist dieser Maxim? Hast du ihm Geld Maxim weiter? Nein, ich habe Geschenk bekommen. Maxim Eichel. Welcher war das da? Breitenberg, kennen Sie einen Maxim Eichel? Ja. Maxim, keine Ahnung. Maxim Eichel, ich kenne ihn schon sehr lange, 6 Monate. Diego und Toni, alles gut bei euch? Ja, das war der Schneider. Lass sie abholen schnell, oder? Ach du Arme. Habt ihr den Fall? Hättest du wieder eine Waffe, ne? Ja, aber warte mal, ich hab die von Maxim Eichel genommen. Fall, Würfelpack und dann. Wie? Warum nimmst du meine? Das hat mir doch Breitenberg gegeben. Warum nimmst du mir weg, du Arschloch? Ja, Pech gehabt. Junge. Ab heute, ich werde jeden Tag Kali Fick macht. Ja, komm doch, wer was okay. Will zu machen. Ich hab euch nicht geschützt auf euch. Aber jetzt, ich werde mein Leben dafür benutzen, Waffe zu holen und euch zu Fick macht. Ja. Dann bist du nochmal abgezogen, ey. Ich mach doch jeden Tag ab. Ich hab nicht auf euch geschossen. Wenn Duanga einen Feind hat, dieser Feind ist tot. Ja, tamam. Okay. Sorry. Ruf Breitenberg an. Er hat gesagt, hol dir selber eine Waffe. Ich hab das gemacht und jetzt ihr weint wie kleine Arschlochmanns. Was? Ich will meine Waffe. Sonst habt ihr Probleme. Okay, frag Breitenberg. Mein Waffe, mein Leuchtpistole. Leuchtpistole hat mir. Breitenberg hat mir Leuchtpistole gegeben, ihn weg. Breitenberg hat wirklich Leuchtpistole gegeben. Warte. Und Breitenberg hat gesagt, geh dir selber eine Waffe besorgen. Ich bin zu Würfelpaar gefahren, da war Maxim Eichel. Ich hab genommen von ihm die Waffe. Frag Maxim Eichel. Maxim Eichel? Wo bist du, Carlos? Eichel. Eichel. Ganz einfach. Maxim Eichel. Irrelevant. Eichel. Eichel. Der war mal ein Kali früher, aber er weiß gar nichts mehr. Ja, ich komm. Gar nichts mehr.
Wo ist mein Waffe? Duanga ist hier. Duanga ja. ist hier auf dem Ich bin sehr ich ernst jetzt. Ich bin sehr ernst. Darf ich mit dir ein bisschen Golf spielen? Komm los. Mach mein Fessel ab, dann Jungs, versuch das. Euch um ihn, ne? Mach mein Fessel ab, versuch das, Kollege. Wir holen jetzt Breitenberg. Wir holen Breitenberg, da können wir reden, Duanga. Ey! Jo, Duanga! Duanga! Mit Leuch bist du aber zu uns also, ne? Ja, was? Ihr wollt... Ja, merkst selber, ne? Ihr habt Angst vor Duanga. Nimm mein Fessel ab oder ihr habt Angst. Warum? Warte, ich durchsuch dich. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich ja, ja, durchsuche. Nimm alles weg, weil ihr so Angst habt. Aber lass es essen, trinken, James. Ja, ja, das lass ich natürlich. Der hat einfach Shaker und Lemon Ice Tea. Ja. Zitronenbeste, dafür mag ich jetzt mehr. Der ist auch oldschool unterwegs. Lass diese Leute, die denken Meta, die Stars, scheiß auf die. Was heißt fahren? Gehen. Ja. Komm, wir fliegen weg, komm. Warte, warum? Nein. Da hat jemand Einwegscheren, der nimmt dir... Ich hab 10 Schuhe. Ich hab mir an die Art meine Arle gegeben. Ja, Duanga. Ja. Ja, dann komm mit, Duanga. Wir fliegen dich, komm mit. Einmal faxen, du liegst in Beast Mode. Was ist Beast Mode? Warte mal, ich steig ein, Kollege. Ich lass mich gar nicht. Ich will mein Pistola wieder haben, Kollege. Ja, warte doch. Kollege. Ich muss Leute vor euch tut macht. War kein Meter, Bruder. Egal, lass diese Leute denken, was sie wollen. Die denken, wenn eine Familie gut organisiert ist und überall so Leute hat, um zu wissen, wo die Leute sind, sagen die sofort Meter, weil die keine Ahnung haben. Ich bin Duanga Kalinga Fufuna Onana Usses. Kopfschmerzen. Schieß bitte nicht mit dem Leuchten. Oh, Scheiße. Scheiße. Hallo. Hast du ehrlich Kopfschmerzen? Ey. Er lügt. Er hat einen Motor ausgemacht, der Wichser. Er hat Motor ausgemacht, der Wichser. Das ist James. Hilfe! Motor wieder an. Ey, Duanga kennst du schon. Warte, Duanga, ich muss dir was zeigen, ja? Warte. Ja. Warte. Hör jetzt zu, ja? Der Ting goes grrrr! Pa. Was war das? Kennst du Fassi? Ja klar kenn ich Fassi, ich mach ihn immer tot. Also dieses mit der Wärmebild ist auch Schmutz für einen Zivilisten, das sage ich euch ehrlich. Ja, aber was ist los mit dem Jungs? Funk mal durch, was passiert ist. Was ist, ich komme, ich helfe. Gib mir schnell mein Pistole, ich helfe euch, Kollegas. Duanga, red nicht so viel. Polizei, da uns, Polizei. Wie, warum red nicht so viel? Polizei, ruhig, Polizei. Polizei. Ich will meine Waffe haben, sofort. Gib mir meine Waffe, ich will meine Waffe. Gib mir meine, ich fick euch. Ich will meine Waffe, das war meine Waffe. Frag hier vor Wuffelpack. Hier, frag hier Wuffelpack, Maxim Eichel. Ich will meine Waffe, sofort. Da ist Maxim. Maxim juckt mir. Maxim Eichel? Ja. Hör auf, bitte, Duanga. Ich will meine Waffe, ich will meine Waffe, Michael, ich tu deinen Mann. Duanga, ich schieß gleich auf deinen Kopf. Ich will meinen Mann, ich will meine Waffe. Duanga, hör auf. Duanga, du verbrennst die alle. Geh mal mit dem weg, Junge, der macht nur Scheiße. Hör auf, Duanga. Bleib hier stehen, bleib hier stehen. Müllanwesen, los. Ja, warte doch, Digga, soll ich denn? Zum Müllmann? Nein. Ja, los. Lass Duanga irgendwo ablassen, wo er laufen kann. Nein. Ich will meine Waffe. Aussteigen, Duanga, komm. Nein, ich will mein Pistola. Ja, ich geh zum Müllanwesen, scheiße jetzt drauf. Duanga, okay. Ah, warte, nein! Bleib runter! Ah! Ja, mein Waffe ist geklaut. Lack Duanga. Ja, mein Waffe ist geklaut. Wer war das? Das war Kali. Ich nenne die jetzt nur noch Kaki. Hat jemand von euch eine Waffe? Ich gehe die jetzt alle tot macht. Maxim. Ja. Maxim, ich brauche eine Waffe. Ich habe keine mehr. Eine Pistole, egal welche. Maxim hat noch eine. Wir machen jetzt alles zusammen. Maxim. Mit Hände auch Arbeit. Maxim. Nein, du hast nur eine. Maxim, hörst du. Nee, kleiner Fingerschuh. Komm mal mit, ich muss mit dir reden. Komm mal mit. Komm, Maxim. Meine Mutter hat kein Geld und kein Essen. Ich muss mit der Waffe einen Überfall machen. Ich tote ein Kali. Ich brauche eine Waffe. Bitte nur schnell eine Waffe. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich habe dir vorhin meine letzte gegeben. Eine Waffe.
Freund, ich habe nichts mehr. Maxim, bitte. Ich habe dir meine einzige gegeben. Ich küsse dein Auge. Aber ich kann jemanden anrufen, vielleicht. Nee, der ist nicht verstanden. Oh, schade. Ich brauche ein Waffe. Hast du ein Messer? Messer habe ich nicht, leider. Ich hast kann dir wirklich nicht mehr helfen. Geld? Ich habe dir wirklich. Geld habe ich ein bisschen. Wie viel? 40.000. Was? Aber, Kollege, ich brauche 340.000. Wie viel hast du, wenn ich fragen darf? Ich habe 87 Euro. Und ich brauche auf noch. Hand oder ja, auf meine Bank. Und ich brauche von dir ungefähr 500.000. Das habe ich nicht. Ich habe nur 43.000. Aber ich kann dir.